what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. Hi zusammen, ich grüße euch zum neuen Video. In dem letzten Video haben wir ja gezeigt, wie wir hinten das Dach abgedichtet haben und die Dachabläufe. Und als wir das Gitter weggenommen haben, haben wir festgestellt, dass hier unten noch alles feucht war. Das heißt, wir mussten da warten. Jetzt bei dem schönen Wetter ist das alles super schnell und auch super getrocknet, sodass wir heute es noch vollends abschleifen können und nachher abdichten mit der Dichtpaste. Im zweiten Teil vom Video heute erwartet euch was ganz Besonderes. Und zwar wollen wir uns für 100 Abonnenten bedanken, die wir jetzt schon haben. Es ist super, dass ihr so eifrig dabei seid und es freut uns, dass ihr euch das so gefällt. Und dafür machen wir ein kleines Gewinnspiel, das seht ihr aber im zweiten Teil vom Video. Bleibt also dran! Ja, und wie ihr letztes Mal gesehen habt, haben wir unseren tollen Reiniger. Mit dem müssen wir jetzt das alles wieder sauber machen. Richtig gut sauber machen, auch den Gummi, damit wir nachher da die Dichtpaste auftragen können. Ich habe mich auch ein bisschen weiterentwickelt. Inzwischen habe ich mir Gummihandschuhe zugelegt. Weil, ja, man ist einfach überall nachher vollgeschmiert mit dem Zeug und so kann man es abziehen und die Hände sind ein bisschen geschützt. Also ist viel besser zum damit arbeiten. How many right turns to reach some kind of goal? So, den Kleber kennt ihr ja bereits aus dem letzten Video, mit dem machen wir heute weiter. Ihr habt mir ja in die Kommentare geschrieben, ich soll mal, um das abzuziehen, das versuchen mit Spülmittel und Wasser. Das machen wir jetzt heute, dann sehen wir nämlich auch, ob das dann besser funktioniert und einfacher geht. Legen wir einfach mal los. Seasons change, still the same range. Where will it take? Ja, also man muss sagen, das war ein super Tipp. Wie ihr seht, das lässt sich jetzt richtig schön abziehen, auch mit den Abziehern hier. Funktioniert echt super, man kann da schön drüber fahren. Vor allem bekomme ich das auch richtig tief da hinten rein, wo ich sonst gar nicht so gut hinkommen würde. Wo man, glaube ich, ein bisschen aufpassen muss, ist an den Anfängen, dass da das Spülmittelwasser nicht runterläuft. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es deutlich besser. So, das war's vom Dachabdichten. Wir haben jetzt alle Löcher zu. Wenn es mal wieder regnet, können wir schauen, wie es funktioniert hat. Aber wir sind guter Dinge, dass jetzt alles dicht ist. Und jetzt gehen wir nach unten und dann kommt das Gewinnspiel. Wie ihr sehen könnt, haben wir im Innenraum schon angefangen, die Leerrohre zu legen für die Elektrik und zu planen, wo die Schalter und alles hinkommen. Dafür machen wir aber noch ein eigenes Video, weil das doch auch sehr umfangreich ist, damit ihr dort genau sehen könnt, wie wir das machen. So, und jetzt kommen wir wie versprochen zum Gewinnspiel. 100 Abonnenten, vielen, vielen, vielen Dank für euer Interesse und Unterstützung. Und als kleines Dankeschön haben wir hier die Holzbank, die Christian selbst gebaut hat. Und er wird euch gerne noch was dazu sagen. Ja, die Holzbank habe ich aus Eichenholz gebaut, damit ihr sie auch gut im Garten aufstellen könnt oder vor dem Haus zum drauf sitzen. Wiegt ungefähr so 20, 25 Kilo und ist 150 Euro wert. Also es kann jeder beim Gewinnspiel mitmachen, der das Video liked, der den Kanal abonniert hat oder auch jetzt noch abonniert. Und ganz wichtig, schreibt in die Kommentare Hashtag Holzbank. Also auch schauen mit Schreibfehler, dass ihr da keine drin habt. Das steht unten im Video. Ja, einfach damit der Zufallsgenerator euch dann auch aussucht und mitnimmt und damit ihr eine Chance habt zu gewinnen. Ja, wir hoffen weiterhin, dass ihr so zahlreich dabei bleibt und auch Spaß dran habt. Eben, es wird jetzt immer interessanter. Es kommt Elektrik, es kommt Gasleitung, es kommt Wasserleitung. Also die nächsten Videos werden auch für uns immer spannender zu machen. In diesem Sinne, Holzbank gewinnen, euch Jungs.
change.